Jo Leute, was geht ab? Cavanus ist back am Start, heute mit einem erneuten Moto-Vlog für euch. Und ja Leute, ihr seht schon, ich habe mir hier einen kleinen Infozettel auf meinen Tank gebappt. Aber bevor wir anfangen über das Thema zu reden, Leute, Bayern hat endlich die Ausgangsbeschränkung aufgehoben und wir haben jetzt nur noch eine Kontaktbeschränkung, heißt man darf auch wieder Motorrad fahren. Und ja Leute, deswegen habe ich gedacht, haue ich heute pünktlich gleich mal kein Wetter dazu raus, sondern ein Video dazu raus. Wie man sieht, Wetter ist auch richtig nice. Der liebe Gott hat uns passend zum Anfang richtig schönes Wetter geschenkt. Heute soll es um kein so schönes Thema gehen. Und zwar geht es heute um den neuen Bußgeldkatalog, der ja jetzt in der Corona-Zeit ziemlich flott unter die Beine von der Gesellschaft durchgeschoben wurde. Das heißt, man hat ja nicht so viel mitbekommen, weil man ja durchgehend in den Medien nur Corona gehört hat, Leute. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich mache jetzt darüber mein kleines Aufklärungsvideo, weil der neue Bußgeldkatalog, Leute, der zieht echt im Geldbeutel. Also man muss echt schon sagen, da hat sich gut was getan. Ich fahre hier mal kurz rechts. Wir haben ab jetzt in Ortschaften, da hat man ja alt immer 15 Euro und außerorts immer 10 Euro. Das hat sich jetzt einfach alles verdoppelt. Bei 10 km/h, das heißt, ihr zahlt jetzt innerorts 30 Euro und außerorts noch ein bisschen mehr oder besser gesagt halt auch das Doppelte und zwar 20. Was ich aber halt richtig heftig finde, Leute, ist einfach das Thema, wie es jetzt mit Fahrverboten gemacht wurde. Die hat man jetzt nämlich wirklich konstant reingehauen. Das heißt, wenn man jetzt einmal 21 km/h zu schnell ist innerorts, das heißt einmal 71 oder so, und ihr werdet damit geblitzt, dann war es das, Leute. Dann könnt ihr erstmal einen Monat euren Schein abgeben. Da ist früher bis 30 km/h nichts passiert, da hast du 100 Euro und einen Punkt gezahlt. Das heißt, du konntest mit 80, du konntest sogar bis mit 89, also fast 90 Sachen, ne, konntest du durch die Stadt schießen, ne? Und das Einzige, was du gezahlt hast, waren 100 Euro und ein Punkt. Und jetzt kriegst du direkt 100 Euro, 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot. Und den Monat Fahrverbot, Leute, der kommt sogar mittlerweile jetzt schon ab 21 km/h. 21 km/h innerorts. Das heißt, ihr fahrt einmal 71, werdet geblitzt. Das war's mit dem Schein, Leute. Also muss ich schon sagen, 21 innerorts. Also gut, man muss sagen, 70 ist schon ziemlich flott, wenn man innerorts 70 fährt. Aber außerorts, finde ich, haben sie es auch richtig heftig gemacht. Weil jetzt kriegt man außerorts schon im Fahrverbot reingedrückt, Leute, wenn ihr 26 km/h zu schnell fahrt. Und das, finde ich, ist schon wirklich heavy. Das heißt, einmal 126 Sachen und geblitzt nach Toleranzabzug natürlich. Und das war's mit dem Schein, Leute. Das war's mit dem Schein. Man konnte früher 40 km/h einfach zu schnell fahren. Außerorts, das heißt, du konntest mit 140 durch die Gegend scheppern. Und wenn du geblitzt worden bist, hast du nichts anderes gezahlt als 120 Euro und ein Punkt, Leute. Und jetzt kriegt man schon ab 21 km/h zu viel außerorts. Ne, Entschuldigung, ab 26 km/h zu schnell außerorts direkt einen Monat Fahrverbot gedrückt. Also, fühle mich echt heftig, Leute. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal hier das Datenblatt unten in der Videobeschreibung, falls ihr es euch angucken wollt, Leute. Passt auf jeden Fall jetzt auf in Zukunft mit zu schnell fahren. Man soll sich ja so oder so mal an die Straßenverkehrsordnung halten. Also schnell fahren in der Stadt ist so oder so nicht cool, Leute. Da habe sogar ich draus gelernt. Aber dass man halt ab außerorts jetzt schon einen Monat Fahrverbot ab 26 km/h kriegt, ist halt echt heftig. Weil es muss halt nur mal sein, dass du irgendwie mit dem Motorrad mal blöd rausbeschleunigst oder so und halt blöd in den Blitzer reinfährst, den du null siehst, wo du gerade mal beschleunigt hast oder am Überholen bist, was weiß ich. Und 126 hast du ja beim Überholen mal flott drauf oder so 120 Sachen. Da schaut man ja nicht mal genau auf den Tacho. Dann macht es einmal Blitz, Leute, und das war's mit dem Schein für einen Monat. Deswegen muss ich sagen, ist schon ganz schön heftig. Vom Geld her geht's eigentlich. Also das springt immer so um die 80, 120 Euro rum. Unten hat sich halt alles eigentlich fast verdoppelt, außer bei den ab 25 km/h sind die Strafen gleich geblieben mit den Punkten her und allem. Nur halt der Monat Fahrverbot hat sich ab jetzt reingemacht. Da muss man halt echt sagen, das ist schon eine heavy Nummer, Leute. Aber einfach nicht zu schnell fahren, dann geht das schon klar. Boah, ist das warm im Stehen, hey. Ich habe hier so eine Daunenjacke an, ich schwitze richtig. Mir knallt so die Sonne im Rücken und mein Visier beschlägt so heftig. Boah, unglaublich, hey. Aber ich muss schon sagen, wiederum finde ich es vom Start schon gut gemacht, dass man jetzt auch innerorts ziemlich heftig schon mit den, bleib stehen. Finde ich es jetzt vom Start schon ganz gut, dass man innerorts mit den Strafen und mit den Fahrverboten ziemlich durchgreift. Weil gerade hier in meiner Stadt, wirklich am Wochenende ab 12 Uhr, wird die ganze Stadt hier einfach nur zu einer Rennstraße. Das ist abnormal. Du hörst einfach nur noch, wie alle durchbeschleunigen, bis, keine Ahnung, über 100 Sachen. In der Zeitung habe ich es neulich auch wieder gelesen, dass hier wieder
ein 400 PS und 500 PS Auto Straßenrennen gemacht haben. Die wurden aber beide erwischt. Die kriegen halt auch direkt Strafanzeige reingedrückt. Leute, ich kann es euch sagen, es ist echt nicht geil, wenn man wegen so einer Scheiße vor Gericht sitzt. Ich habe die ganze Kacke auch schon durchgemacht. Also ich kann es euch wirklich nur raten, ne? Haltet euch hier an die Tempolimits, die ich hier drauf gemacht habe. Und fahrt nicht so schnell, Leute, gerade nicht innerorts. Oh, okay, jetzt habe ich aber genug Appelle rausgehauen, glaube ich. Jetzt können wir auch mal wieder über was Schönes reden. Auch auf Instagram angeschrieben, die so geschrieben haben, hey, yo, ihr dürft jetzt in Bayern endlich auch wieder Motorrad fahren. Glückwunsch. Der liebe Jules aus München hat mir noch geschrieben, dass er es richtig heftig findet, wie man das mal merkt, wenn so Motorradfahren wieder so legal erlaubt ist. Es war jetzt rein theoretisch die ganze Zeit illegal zu fahren. Man hat ja 50 Euro Strafe zahlen müssen, wenn man erwischt worden wäre. Und jetzt wieder einfach legal fahren zu dürfen, Leute, ist halt einfach echt schon ein geiles Gefühl, dass man einfach wieder sagen kann, man fährt eine schöne, gediegene Runde durch die Stadt. Kann ein schönes Video wieder aufnehmen. Wetter ist auch noch perfekt. Am Wochenende werde ich mich jetzt noch in die Berge begeben, Leute. Ist auf jeden Fall echt richtig geil. So, zum Abschied des Videos will ich mich auf jeden Fall jetzt noch bei euren Support bedanken, liebe Freunde. Der ist nämlich in letzter Zeit echt heftig. Wir sind jetzt mittlerweile 263 Abonnenten. Es steigt nur noch nach oben. Wir machen ungefähr in einem Monat 40 Abonnenten, was echt richtig, richtig fett ist. Props an euch, Leute. Danke für den fetten Support. Freut mich, dass euch die Videos gefallen von mir. Und ja, wie gesagt, was sage ich so schön am Ende? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Achtet auf den neuen Bußgeldkatalog, Leute. Ab jetzt wird es teuer. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Wie viele Leute jetzt in nächster Zeit ihren Schein verlieren. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.